Ein Quader hat eine quadratische Basis. Wenn die Seitenlänge der Basis um 25% größer wird, um wie viel Prozent muss dann die Quaderhöhe abnehmen, damit das Volumen gleich bleibt? Wir stellen hier solch ein Quader dar. Die Seitenlänge der Basis nennen wir klein b und die Höhe vom Quader nennen wir h. Wenn die Seitenlänge der Basis um 25% von dieser Basis zunimmt, um wie viel Prozent x muss dann die Höhe abnehmen, damit das Volumen gleich bleibt? Das Volumen des so erhaltenen Quaders beträgt also b plus 25% von b im Quadrat, das ist dann der Flächeninhalt der Basis, mal die neue Höhe h minus x Prozent von diesem h. Und dieser Rauminhalt vom neuen Quader ist gleich zum Rauminhalt von diesem Quader. Hier haben wir b plus 25% von b, das macht natürlich 5 Viertel b im Quadrat. Hier können wir ein h ausklammern und somit erhalten wir diese Gleichung. Die können wir sofort durch h kürzen. Hier, das ergibt 25 Sechzehntel mal b im Quadrat. Also so. Und somit können wir diese Gleichung durch b Quadrat kürzen. Es bleibt nur noch diese Gleichung übrig, die wir dann nach x auflösen. Und somit finden wir heraus, dass x 36 sein muss. Also ist d die richtige Antwort. Wir werden die nächste Frage der Mathe-Olympiade im nächsten Tutorial beantworten.